Heute schauen wir uns an, wie wir am Set von The Social Experiment echte Wunden geschminkt haben. Unglücklicherweise hat sich eine unserer Schauspielerinnen nur ein paar Tage vor dem Dreh verletzt, also mussten wir improvisieren. Naja, so sehr jetzt auch wieder nicht. Über den Drehzeitraum wäre ihr Finger schon wieder verheilt gewesen, also mussten wir die Aufmerksamkeit der Kamera auf den Finger daneben lenken. Erst einmal wurde Fake-Haut aufgetragen, dann alles schön bemalt, Fake-Blut drüber, einmal checken, ob es auch wirklich echt aussieht und schon war er bereit zum Verpacken. Vakuumverband, modernste Technik natürlich. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr erkannt hättet, welche Wunde echt und welche Fake ist. Wir sehen uns.